Herzlich willkommen von Woman Adventure. Ja, unsere Reise geht weiter in Saudi-Arabien. Diesmal geht es auf die Farasan-Inseln, anschließend nach Aba und dann weiter über die Berge ins Landesinnere. Dann treffen wir auch den Benny Goes Overland und fahren mit ihm gemeinsam die nächsten paar Tage, Wochen auch, ja, durch Saudi-Arabien. Also viel Spaß beim Schauen und bis bald. Wir sind auf dem Weg zu den Farasan-Inseln, aber jetzt hier spontan eingeladen worden in diesen Coworking Space. Sowas gibt es auch hier. Hier sind die Lagerräume für alle, die sich hier einmieten. Hier kann man auch Künstler erleben. Hier gibt es eine Bühne. Auf der Bühne gibt es immer wieder Kulturdarbietungen. Ja, und alles ganz modern. Der nette Herr hat sich hier eingeladen. Hello, what's your name? Okay. Und hier gibt es eine Bar, wieder ein bisschen Kunstausstellung. Und hier arbeitet man, denn die ein oder andere Start-up-Firma hat hier schon ihren Anfang gehabt. Und hier kann man sich einen Schreibtisch mieten. Hier gibt es verschiedene Konferenzräume und auch für Präsentationen. Also Arabien mal ganz modern. Denn hier sind die Mieten extrem teuer und wer sich hier einmietet, der hat natürlich hier einen echten finanziellen Vorteil und es ist eine richtig kreative Gruppe hier. Scilab heißt es. Hey, Daniel, I can't sleep. So. Wir brechen hier wieder das Eis und schon werden sie wieder gestreichelt. Die zwei sind jetzt Bürohunde hier, ha? Bei der Dame, die hier arbeitet. Ja, die Angst ist doch noch ein bisschen da, gell? Now she's comfortable with you. Now she operates. Kaffeezeremonie hier. Eine kleine Kunst, wie sie das bereitet. Und fast vergessen, in diesem Coworking Space gibt es auch noch eine Ecke, wenn man mal traurig ist oder sich zurückziehen will. Aber hier ist es natürlich jetzt eine tolle Aussicht, denn hier steht unser Camper. Ich versuche in das Castle zu kommen, aber das Adosareya Castle ist geschlossen für Besucher, aber trotzdem schön. Bin ich unterwegs auf der Passagierfähre zu den Farasan-Inseln und weil der Truck nur einen Fahrer mitnehmen darf, musste ich alleine fahren mit dieser Passagierfähre. Ist natürlich auch interessant, denn hier ist das Frauenabteil, hier sind nur die Frauen und ich bin hier sozusagen der Exot. Runter von der Fähre. Direkt hier die Leute. So, da kommen wir wieder runter von der Fähre. Jetzt darf ich auch wieder drauf aufs Auto. Wir sind mal rüber auf eine Insel, die heißt Farasan. Und jetzt überqueren wir gleich so einen Damm, weil da vorne ein paar Freunde warten und am Meer direkt muss wunderschön sein hier. Noch richtig Mangrovenwälder. Man könnte nicht meinen, dass es eine Insel ist, es ist nur eine kleine, sieht aber aus wie eine Wüste. Jetzt geht es im Schnee, zumindest sieht es so aus, aber das ist wohl Kalkstein. Mal durch den Sand. Hier gibt es so schöne Strandpromenade für Fahrzeuge.
Jetzt ist der Blick auf das Rote Meer mal von saudi-arabischer Seite aus. Es ist ein Traum, türkises Wasser und direkt am Strand fahren. An der Küste entlang auf diesem harten Kalksteinsand, kann man sagen, gut gepresst, fahren wir da vorne in die Lagune. Jetzt haben wir schon fast gedacht, hier ist Ende Gelände, aber es scheint doch hier durch die Felsen zu gehen. Direkt, das ist eine tolle. Also wir sind völlig geflasht hier von dieser Landschaft. Das ist unsere Leitplanke, diese Felsen. Bis dahin dürfen wir fahren, weiter nicht. So, da sind jetzt die Felsen ziemlich scharf und ziemlich eng. Jetzt muss man da irgendwie helfen mit Wasserflasche. Und den Rudi haben wir getroffen, der hilft uns auch gerade beim Durchleiten hier. Also wofür der Müll alles gut ist, dann um die scharfen Kanten hier zu verdecken. So, jetzt geht's da drüber. Oh Mann. Oh, das ist also ja so knapp ist es. Hey, da haben Scheiße. Wir jetzt ein Ding weg mit dem Hammer und dann kommt ganz knapp. Der rutscht Richtung Felsen. Uiuiui. Der rutscht ab im Sand Richtung Felsen. Aber ich glaube, jetzt ist er vorbei. Vorsicht, oben links. Jawohl. Oh, wir sind durch. Und schön am Strand entlang weiter. Der ist so nah, gerade mal einen Meter vor mir. Und schwimmt immer näher, sodass man sogar die blauen Punkte entdecken kann. Ist das schön. Sundown über diesem schönen Strand hier. Sind Pelikane. Da oben auf dem Felsen hat es Pelikane. Ja, und auch da draußen. Abendstimmung mit Hund und Pelikanen, das ist mal hübsch. Ne? Hey, die Möwen stürzen sich ins Wasser. Oder so cool. Da oben sitzen sie noch ganz entspannt, aber jetzt habe ich sie wohl doch verscheucht. Boah, ist das ein schöner Flug. Wir fahren wieder weiter. Die Farasan-Inseln haben uns gut gefallen, aber es ist hier ganz schön heiß und jetzt wollen wir halt einfach weiterziehen. Heute geht's zur Fähre. Jetzt muss man erstmal den schönen Strand entlang. Wir verlassen dieses schöne versteckte Plätzchen, aber natürlich verraten wir auch nicht immer, wo alle Plätze sind, sonst wird es uns da natürlich zu voll, aber es war wunderschön hier. So, da habe ich mal durch die Engstelle wieder durch. Da ist Fels links, Fels rechts. Ganz, ganz knapp. Die Truckfähre, ich muss in die Passagierfähre, aber wir werden uns wieder treffen drüben am Festland. So, jetzt wird hier mal mächtig beladen, auch solche Riesenteile müssen auf diese Fähre. So, jetzt mit Schwung. Oh,
jetzt fährt auch meine Fähre und bei bestem Sonnenwetter gehe ich jetzt auf die Passagierfähre hier. Die ist eigentlich nur für kleine Fahrzeuge, bis 3,10 Meter glaube ich hoch. Der René muss deshalb auf der Truckfähre fahren mit dem Camper und ich darf da nicht mit. Das ist Vorschrift, es darf nur ein Fahrer auf die Truckfähre, eine Person. Also muss ich hier Passagierfähre nehmen. Ist ein bisschen umständlich, wenn die An- und Abfahrtszeiten nicht zusammenpassen. Aber gut, wir sind ja auch in der Reise und wir haben Zeit. Die ist jetzt mal größer hier. Das ist ja richtig wie im Flugzeug. Ein Haufen Platz und Essen gibt es auch. So, man sieht es vielleicht. Oder die hat sich einen Schlafplatz ausgesucht hier in Abba, weil es gibt hier keine Iowa-Länderplätze. Der zwar toll ist, aber eine extrem schiefe, schräge Zufahrt hat. Mit vielen Löchern. Oh, das ist ein Lochhorn. Scheiße. Ja, hat es voll verwunden gerade. Das braucht man ein Bierpapier. Ja, dafür, für sowas genau. Da ist die Straße, die wir gekommen sind. Es ist ein geiles Panorama hier. Wirklich ein Traum. Oh, Affen greifen an. Die Angie hat Arbeit. Jetzt kommen die Leute. Die holen da Brot, was die Leute immer hinschmeißen. Sollte man eigentlich nicht machen. Das muss ich jetzt auch mal filmen, weil eigentlich war das ein super Schlafplatz mit super Aussicht, aber der Müll ist echt gruselig hier. In Abba habe ich jetzt die grüne Oase gefunden. Hier pflanzen die Menschen ihr Gemüse an. Und im Hintergrund gibt es ein paar der übrig gebliebenen Lebkuchenhäuser aus Lehm. Sind wir im Altstadtteil von Abba, nicht etwa der schwedischen Gruppe, sondern einer saudischen Stadt auf dem Berg auf etwa 2200 Meter mit diesen speziellen Häusern. Hier im Gebirge regnet es ja ab und zu, deswegen diese Schieferplatten, die den Regen von dieser doch sehr erosionsanfälligen Wand aus Lehm wegleiten. Sieht man hier in den Bergen, im Tal sieht man da eine andere Architektur, da fehlen diese Platten oft. Hier in Ahab am Parkplatz vor dem Regierungsgebäude der Provinz Asir und da ist eine Fahne oben, die ist so überdimensional, die muss ich jetzt mal filmen. Ja, da sieht man, wie alt gebaut wurde und gleich daneben die Neubauten, aber auch im ähnlichen Stil wie hier in den Bergen. Heute mal kurz einen Zwischenstopp in den Bawan Tourist Village, so sieht das aus, was da so veranstaltet wird und aufgebaut wird für arabische Touristen. Ist natürlich ein bisschen kitschig, aber ich glaube, die mögen das. Tja, Angie, ha? Ist hier schön. Gibt's mal wieder Gras zum Fressen auch. Hier auf so einem Freizeitplatz hat es viele Infrastruktur für die Araber, um hier ihre Wochenenden zu verbringen. Und ja, gibt aber auch so Glaskästen. Also wer da drin essen möchte, dem sei es Vergnügen gegönnt. Aber meins ist es natürlich nicht. Vielleicht ein Überbleibsel aus der Corona-Zeit. Und das Gelände hat auch eine Bühne für Veranstaltungen. So ist es recht hübsch gemacht. Wir sind hier im Erdbeerzelt. René, test gleich mal die Qualität. Schmeckt's?
Klingt gut. Die Anlage gehört einem Scheich, der hier sein Sommerhäuschen hat. Und das haben wir uns jetzt anschauen dürfen. Dieser Schlafplatz hat uns eine super Aussicht beschert hier. Da war es wunderbar hier im Assiergebirge. Jetzt geht es weiter Richtung Al-Baha. Aber erstmal Wasser tanken. Wir sind unterwegs in den Bergen, wo es schön kühl ist. Unten ist ja eine Sauhitze. Und das sieht doch geil aus, ey. Wow. Nach Taif sind wir unterwegs, so langsam. Wir machen hier mal Pause in einem schönen Park mit wunderschönen Felslandschaft und ja, Dutzende von Affen natürlich. Angie hat da immer ein bisschen zu tun, dass die nicht zu nahe kommen und uns das Futter stehlen. Da überlässt die Affen hier, die sind so verfressen. Zack, und schon ist es weg. Geile Sieche. Seid ihr süß. Hm? Hast du noch was? Und wir treffen hier wieder mal den Christian und die Sibylle von Benigos Overland. Das letzte Mal in Kuwait. Ganz kleine Anlage hier, Al-Ani Heritage. Wo ist man früher die Wände hochgeklettert? Hier voller Staunen vor diesem Schloss. Das ist eher indischer Baustil, ist auch ein Museum drin und hat außenrum eine Anlage. Natürlich auch für Touristen, aber man kann hier auch übernachten. So übernachten dann die Menschen hier in diesen Häuschen. Empfängt uns eine Eingangshalle mit ein bisschen kitschigem Treppenaufgang, aber es hat hier viel Schmuck und viel Dekoration. Diesen tollen Ausblick hier hat es auf diese tolle Bergstraße und das Hotel natürlich. Wir sind unterwegs zum T1 Heritage Village und von da oben sind wir gekommen. Eine riesen Passstraße. Da müssen wir, da unten ist die weiterführende Straße. Sind wir ein Stück weiter unten schon beim Wadi. Diese Marmorstadt aus Stein gebaut, ganz besonders hier auf dem Berg. Wow, ist das schön, hier diese Hausdächer von oben und die Palmenplantagen mit Wasser darunter. Man kommt ziemlich leicht hierher gefahren, sind auch Touristen da, aber rentiert sich absolut. Der Parkplatz, da unten kann man parken und auch übernachten. Und da sitzen gerade der Benigos Overland Fahrzeug mit Christian und Sibylle und der René und quatschen miteinander. Gefällt mir hier tropische Bäume, die aus der Mauer wachsen. Auf dem Weg zum Dorf hinauf in die Ein gibt es solche schönen Bäume. Wie kommt nun diese Palme in diesen Baum hinein? Da hat wohl einer Palmweitwurf gemacht. Krass. Da passen sogar Mädels rein in dieses Versteck. Ja, wir machen eine kleine Gartendschungeltour hier unterhalb der Burg. Und da gibt es tolle Pflanzen. Banane ist Mus. Nice hier. Und der René meint, er muss jetzt mal dem Bangladeschi erklären, wie man hier den Müll sammelt, weil die immer recht nachlässig sind. Ja, gut machst du das. Bist in der Lehre oder lernt er von dir? Ja? Du lernst von ihm, wie man nichts tut, oder? Ja. Ich bin hier praktisch mitten im Affentheater hier. Eigentlich will ich sie filmen, aber sobald der Hund da ist, sind die wieder weg am Baum. Muss ich nach oben hin füttern. Hm? Was machst du mit den Affen? Lass die mal angucken. Oh,
So, auch die Touristen hier, die Saudi-Arabischen, machen ab und zu mal Ferien und Urlaub. Jetzt ist Freitag und da ist was los, denn hier kann man Kamel reiten, Pferde reiten, Pony reiten. Der schaut, ob es da was zu fressen gibt in dem Auto. Die wissen das ganz genau, wenn die Scheiben offen sind, dann ist alles weg. Very nice. So, da muss ich jetzt hinlegen. Kann man dann hin einsteigen. So, René ist mal wieder auf der Suche nach gutem Kaffee. Ist am besten. Ist am besten? Okay. Muss fragen, welcher das ist. Okay. Machen wir mal Pause und genießen hier ein bisschen Kuchen. Jetzt kommt die auch noch mit Käse. Käsekuchen. Und was ist noch? Ja, original. Richtig schön teuer. Aber wir lassen ihn schmecken. Und damit uns keiner fragt, woher wir kommen und wir in Ruhe essen können, hier die Schweizer Flagge. Jetzt gibt es hier lecker Bananenfütterung von dem Herrn. Ach, da stopfen die sich rein, wie die Verrückten. Ist das süß. Ja, das ist ja so goldig. Und die Bananen werden quer ins Maul gestopft, erstmal auf Vorrat. Das ist so süß. Andy, stopp, Liebe. Mit die rosa Affenaufstand. Das ist mal Affenzirkus hier, live. Sind die süß? Die Affen sind ja auch, sag ich mal, relativ höflich, also nicht aggressiv oder so, ganz süß. Von diesem arabischen Ferienpausenplatz schaukeln wir jetzt mal wieder hier raus. Aber es ist Rush Hour. Die Saudis haben heute Freitag und da ist viel, viel Familie angesagt und Party. Das ist mal ein Anblick am Morgen früh. Die Affen kommen uns besuchen. Mit so einer Aussicht am Morgen. Und wie immer Morgenbesuch. Schnell nochmal einen Saudi, der uns anguckt. So, das war es wieder von uns. Ja, diesmal habe ich nicht allzu viel gefilmt. Sandra hat das meiste gemacht. Ich habe ein bisschen eine Pause eingelegt. Aber bald geht es weiter und dann wird es immer mehr sandiger. Okay, dann danke für Daumen hoch und bis bald.